schön spät. Was? Was hast du? Wie kommst du in mein Haus? Und was willst du hier? Na, ich bin misstrauisch. Weswegen? Wieso kletterst du zum Fenster rein? Weil die Haustür abgeschlossen ist und ich habe meinen Schlüssel vergessen. Du weißt genau, dass immer ein Reserveschlüssel unter der Fußmatte liegt. Sehr schönes Shirt. Wo bist du gewesen? Arbeiten. Ganz einfach arbeiten. Wirklich? Denn ich habe bei Junk & Stuff angerufen. Niemand ist rangegangen. Okay. Du willst wissen, wo ich war? Ja. Du willst die Wahrheit wissen? Ja. Ich bin Jazzmusiker. Ich erzähle das immer nur ungern, aber ich mache Jazzmusik und ich, naja, Jazzclubs haben nun mal immer nur spät abends auf. Also, da bin ich gewesen. In einem Jazzclub. Da blase ich Jazz. Auf meinem Horn. Wieso schnüffelst du mich ab? In den Nachrichten habe ich gehört, dass Captain Man und Kid Danger ein Feuer gelöscht haben in einer Sirupfabrik. Oh, ehrlich? Ja. Und dein Haar riecht nach Sirup. Tatsächlich. Ich wüsste gern, wieso. Vielleicht bist du ja Kid Danger. Was? Kid Danger? Schön wär's. Das wär ein Knaller. Ich mein, oh ja. Und dann bist du wohl Beyoncé. Henry. Okay. Es ist wirklich wichtig, was ich dir jetzt erzählen werde. Dass du Kid Danger bist, oder was? Halt die Klappe! Es ist... Ich bin Kid Danger. Das weiß ich schon. Ich hab's rausgefunden. Dann versprich mir einfach, dass du's ja keinem sagst. Ich versprech's. Nein, du verstehst das nicht. Ich habe ein Eid abgelegt. Nie irgendwem zu erzählen, dass ich Captain Man's Sidekick bin. Ich schwör dir, ich werd's nicht weitersagen. Danke. Ich erzähl's Jasper. Was? Nein! Was? Charlotte. Was soll ich bloß mit dir machen? Das liegt doch, glaube ich, auf der Hand. Nämlich? Gib mir einen Job. Jungs, ihr braucht mich. Erst will ich wissen, wie du den Telefonhai aufgespürt hast. Naja, ich hab mir gedacht, keiner mit normalen Zähnen zerbeißt ein Handy, stimmt's? Okay. Ich hab also alle Zahnärzte in Swellview angerufen, bis ich einen gefunden habe, den ein Patient gebeten hat, seine sämtlichen Zähne durch Titanzähne zu ersetzen. Hätten wir Zahnärzte angerufen? Hätten wir nur telefoniert! Ich hab den Computer gehackt, so bekam ich den Namen des Typen, den hab ich dann im Internet aufgespürt. Oh, wären wir ins Internet gegangen? Was stimmt noch nicht mit uns? Charlotte, du musst jetzt beweisen, dass du clever genug bist, um für Captain Man zu arbeiten. Ich hab den Telefonhai gefunden. Das hätte jeder geschafft. Ihr nicht. Hör zu, jetzt komm mir nicht damit. Davon an. Beweise, dass du würdig bist, Charlotte. Du musst jetzt diese Gewürzgurke aus dem Glas holen, das Borg gerade mit Gewalt verschlossen hat. Wie viel Zeit gibst du ihr? Ganz genau, 5 Minuten. Deine Gewürzgurke. Das war Borgs Lieblingsglas. Warte, stellst du sie ein? Ja, ich stell sie ein. Willst du was voll Cooles sehen? Ja! Umarm mich! Vertrau mir! Wow! Rauf die Röhre! Los, lauf mir! Hey, was gibt's? Naja, weil du ja Hausarrest hast, hab ich gedacht, ich bring dir eine Überraschung mit. Aus dem Joghurtparadies? Mhm. Oh ja, Toffee-Explosion. Danke, Charlotte. Klar doch. Und, wie läuft's auf der Arbeit? Ach, du weißt schon, ich kümmere mich um Rays E-Mails. Ja. Dann hab ich recherchiert über ein paar Verbrecher. Ja.
Oh, und ich war auf Patrouille mit Ray. Du warst wo? Auf Patrouille. Du weißt doch, dass Ray manchmal in seinem Mancopter über der Stadt kreist, um zu sehen, ob alles okay ist. Dann warst du mit Ray im Mancopter? Ja. Das ist mein Job! Ich weiß... Ich bin Kid Danger! Das ist mir schon klar. Wow! Was? Wow! Was? Ich hätte nie gedacht, dass du versuchst, dir meinen Job zu schnappen. Wow, wow. Ganz ruhig, Vielfraß. Ray hat mich gefragt, ob ich mitkommen will. Und ich bitte dich, denkst du wirklich, ich versuche deinen Platz als Kid Danger einzunehmen? Nein, du hast recht. Dankeschön. Den Platz könnte nie ein Mädchen einnehmen. Was? Ein Mädchen? Oh, tut mir leid. Ich meinte eine junge Frau. Dasselbe! Warum so sauer? Ich hab doch nur gesagt, dass... Sag bye-bye, Toffee-Explosion! Oh, nein, nein, wie du wirst mein... Oh. Wiedersehen. Warte, gehst du jetzt einfach? Weißt du was? Bis jetzt hatte ich nicht vor, mir deinen Job zu schnappen. Aber jetzt mache ich das vielleicht. Oh, Charlotte! Oh, das Eichhörnchen frisst meine Toffee-Explosion! Sollte irgendwas sagen, das mich wütend macht. Hab keine Zeit, dich wütend zu machen. Oh, oh. Was ist los? Es gibt eine illegale Schweinefarm im Süden von Swellview. Illegal? Yep. Da gibt es einen wirklich bösen Schweinezüchter. Und ich werde dafür sorgen, dass er husch, husch, husch ins Gefängnis wandert. Ich werde mitkommen. Nein, Charlotte, das ist nicht nur eine Routinepatrouille. Hier geht's um echte Verbrecher. Das könnte gefährlich werden. Das weiß ich. Nimm mich mit als dein Sidekick. Du kannst nicht mein Sidekick sein. Du bist ein... Ich bin ein was? Du bist ein Commit. Gut. Schwartz, gib mir Henrys Reserve-Kaugummis. Oh, ich weiß ja nicht. Vielleicht bin ich ja nicht qualifiziert genug, um an Leute Kaugummis zu verteilen. Gib schon her! Oh. Blasen wir eine Blase. Los, gehen wir! Warte auf mich! Rauf die Rohre hoch! Deshalb haben wir die Plane gebraucht. Hier ist ein Taschentuch. Wieso bist du so wütend? Ist doch nur ein bisschen Schweinemist. Ich bin nicht wegen dem Schweinemist wütend. Ich bin wütend, weil mich einer meiner Freunde ein Jobdieb genannt hat. Und meint, ich kann kein Sidekick sein, weil ich ein Mädchen bin. Ich hab's verbessert, in junge Frau. Dasselbe! Charlotte wollte sich deinen Job nicht schnappen. Ich was? Er was? Naja, ich schätze, da du auf einem Schwein geritten bist und... ein Kerl niedergerungen hast, kannst du meinen Job sehr wohl machen. Danke. Aber ich will ihn ja gar nicht machen. Willst du nicht? Nein, ich will nicht hinter irgendwelchen Fieslingen herrennen und bösen Verbrechern. Will nicht kämpfen und eklig werden. Ich mache es! Schwartz! Und verzeihst du mir? Das mache ich. Nach einer Umarmung. Oh, nein, 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 oh, bitte umarm mich nicht. Ja. Oh. Das ist mein Baby. Oh, ist das schön. Ich bin unter der Dusche. Ich will von dir, dass du Captain Man und Kid Danger zerstörst. Ja, okay. Lassen Sie mich raus aus diesem Safttank und ich zerstöre Sie, wenn ich meine Hausaufgaben fertig habe. Ich lass dich da schon raus. Sobald ich dein Gehirn unter Kontrolle habe, mit Hilfe von musikalischer Gehirnwindungsverkrümmung. Musikalische Gehirnwindungsverkrümmung? Sowas gibt's nicht. Das gibt es ja wohl. Du wirst schon sehen. Spiele ich nämlich die richtige Abfolge von Akkorden, kombiniert mit der Tonart F-Moll und einem Des-Moll, unterlegt mit dem richtigen Funky Beat,
wird das menschliche Gehirn geöffnet wie ein durstiger Schwamm. Und dann kann ich Befehle einpflanzen durch clevere Rap-Texte, welche aus meiner Feder stammen. Dann wollen Sie mein Gehirn unter Kontrolle bringen, indem Sie rappen? Oh, ich werde nicht rappen. Dafür habe ich einen unbekannten Hip-Hop-Künstler engagiert. Little Biggie. Ohrstöpsel. Und jetzt, Little Biggie, rap. Lass meine Texte fließen. Steh auf, na los, jetzt sei nicht so faul. Schnapp dir Captain Man und hau ihm aufs Maul. Erledige es selbst, frag kein Power Ranger. Mit nem großen Stock verprügelt dann Kid Danger. Ja, Little Girl, du kannst später gern flennen. Aber erst zerquetscht Kid Danger und Captain Man. Zerstör sie beide los, puste sie weg. Für den Super-Songwriter Dr. Minyak. Toll, dass du hier bist. Sag mal, bist du ein Guacamole-Fan? Ich habe hier nämlich eine ziemlich unglaubliche selbstgemachte... Hey, wenn du meine Guacamole nicht kostest... No! Es geht mir gut. Leute, ich kann Hilfe brauchen. Wow, wow, Charlotte. Was ist denn los mit dir? Wieso bist du... Okay, Schwarz, rede du mit ihr. Was soll das werden? Psst, ich will, dass sie denkt, ich bin tot. Oh, warte. Charlotte, nein, du musst nicht auf mich zukommen. Charlotte, komm her. Kämpf mit mir. Na los, komm zu mir. Henry? Ich schaff das. Komm her. Komm zu mir. Ja, na komm. Schnell, geh nicht drum zuvor vom Fahrstuhl. Sie ist wirklich mies drauf. Es ist schlimmer als das. Irgendwas ist dir widerfahren. Und nichts Gutes. Zumindest sind wir erstmal in Sicht. Okay. Hör mal, Charlotte. Au, au, au! Charlotte, was ist mit dir nur? Oh, shit. Nein, nicht sauer werden. Wollen wir uns ein Eis kaufen und... Charlotte! Du hörst mir jetzt gefälligst zu! Oder wir bereden das morgen. Weißt du was? Ich schick dir eine SMS. Schwarz, runter mit der Röhre! Warte, was machst du? Ich hab die Röhre mit neuralen Neutralisierungspartikeln gefüllt. Sie kann sich nicht bewegen? Nein. Kid, geht's dir gut? Ja, ich brauch einfach nur... Nope. Und jetzt spiel ihn rückwärts. Rückwärts? Rühre rauf. Charlotte, alles okay? Ja. Oh, ist ja gut. Wir haben dich. Na komm schon, komm schon. Drauf. Schön vorsichtig, ein Fuß vor den anderen. Wie geht's dir, Charlotte? Naja, irgendwie gut. Und mir schlecht. Toll, dann erzähl mal was über dein Projekt. Nein, lieber nicht. Na schön, willst du uns dein Gizmo dann lieber vorführen? Ja, okay. Klar, ich meine, was sollte sie sonst tun? Es nicht vorführen? Gut gemacht. Okay, Charlotte, was kann deine Erfindung denn? Ich fange wohl am besten damit an, dass ich meine,
Maschine anmache. Und dazu muss ich erst diesen Knopf drücken. Nein, ich muss ziehen und zwar... Nein, eigentlich muss ich nur an diesem Knopf drehen. Und als nächstes da... Auf den Screen kippen! Da tippe ich auf den Screen. Noch da drüben? Grundgütiger, hat deine Maschine gerade diesen Jungen von da nach dort transportiert? Ja, offenbar ja. Aber wir sollten diesen Wettbewerb sofort stoppen. Denn Charlottes Erfindung ist nicht nur die beste Erfindung unserer Show. Das ist die beeindruckendste Erfindung in der gesamten Menschheitsgeschichte. Nein, so toll ist es auch nicht. Guckt euch diesen Pancake-Wender an. Ich wünschte, mir wäre sowas eingefallen. Du machst Witze, hä? Charlotte, du hast die Teleportation erfunden. Dank deiner Erfindung werden keine Autos mehr gebraucht, keine Flugzeuge, Schiffe. Damit entlastest du unser gesamtes Ökosystem. Charlotte, du wirst die berühmteste Persönlichkeit des ganzen Planeten. Sag der Regierung Bescheid. Ruf das Fernsehen. Sie wird einen Nobelpreis gewinnen. Ja! All die Menschen da glauben, ich wäre sowas wie ein Wissenschaftsgenie und hätte die allerwichtigste Erfindung in der Geschichte der Menschheit gemacht. Ich kann nur wiederholen, gern geschehen. Ja. Oh, und was wird passieren, wenn Sie alles über mich wissen wollen? Sie erfahren, dass ich einen Job bei Junk & Stuff hab? Dann kommen lauter Reporter, fangen an rumzuschnüffeln und wollen mich interviewen. Und über kurz oder lang werden die rausbekommen, dass dort das Hauptquartier von Kid Danger und Captain Man ist. Oh Mann. Sie hat recht, das ist ein Problem. Wir müssen es aus dem Weg schaffen. Und wie? Alle Welt hat gesehen, wie das Ding funktioniert. Charlotte? Charlotte? Darf ich mal durch? Darf ich mal? Verzeihung. Darf ich vorstellen, das ist Senator Jack Rothwell. Er möchte mit dir ein wenig über deine Erfindung reden. Kein Schritt weiter! Oh, Charlotte Gizmo! Du wanderst jetzt ins... Gefängnis! Nein, Gefängnis finde ich blöd! Oh, mein Projekt! Es ist kaputt! Kannst du es reparieren? Reparieren ist nicht möglich. Aber du hast doch noch die Pläne, da bin ich mir sicher. Du kannst es nochmal bauen. Nein, meine Pläne sind verschwunden. Aber du weißt doch bestimmt noch, was du gemacht hast. Ja, und so kannst du dein Gerät nochmal nachbauen, damit mein dir Mein Gedächtnis ist miserabel. Aber du kannst möglicherweise... Wo willst du? Aber... Nein! Warte, Charlotte, hilf uns! Ich brauch keine Hilfe, mir geht's gut. Oh Mann, was ist hier denn passiert? Wir haben den Zuckerwatteautomat eingeschaltet und kriegen ihn nicht mehr aus. Wow, wie viel Wattezucker hast du denn da reingemacht? Diese zwei Behälter. Und noch 8, glaube ich. Oh, Jasper, wieso hast du... Okay, mach dir mal keine Sorgen. Und warum nicht? Weil das vielleicht irgendwann wieder aufhört. Oh, und dann was? Dann fegen wir alles zusammen. Die ganze Zuckerwatte. Fegen sie raus vor die Tür. Dort schnappen wir uns einen Schlauch, besprühen die Zuckerwatte mit Wasser und spülen sie einfach weg. Hey! Und wisst ihr, was wir in der Zwischenzeit machen? Nein, Piper, was denn? Gutes Argument. Wow! Ja! Ist echt Arbeit, 1000 Pfund Zuckerwatte zu schleppen.
Weißt du, wodurch es das nächste Mal leichter wird? Wodurch? Wenn du nicht 10 Behälter Wattezucker auf einmal in den Zuckerwatteautomaten kippst. Weißt du was? Kritik üben kann jeder. Ja, aber ich hab's echt gut drauf. Na dann, ich schnapp mir den Rest Zuckerwatte da drüben und du nimmst dir diesen Haufen vor. Na dann, Haufen. Ah! Was? Ich hab da was gefühlt. Ein Tier, da muss ein Tier drin sein. Ein Tier, Jasper? Piper? Oh mein Gott! Was ist mit der los? Ich fürchte, sie ist in einem Zuckerwatte-Koma. Ich liebe das. Hey! Das ist der Helikopter, den Ray gemietet hat. Oh ja, lass uns winken. Hi! Leute! Hey, hier unten! Hey, hier. Seht ihr uns? Das los, aus dem Sinn! Ich will an! Ja, Mann, du bist das Kind! Ray, du verstanden! Weg da, du! Okay, alles gut. Alles okay. Er ist unzerstörbar. Es ist kein Problem, dass er da gerade rausgeflogen ist. Hey, haben Ray und Henry irgendwas aus dem Helikopter rausgeworfen? Ja, sieht aus wie eine Captain Man Actionfigur. Oh, ja, richtig. Warte. Hörst du auch was? Ja. Hört sich an wie... Oh, das ist keine Actionfigur! Oh mein Gott, das ist Ray! Warte! Was? Ich denke, er landet auf der Zuckerwatte! Oh ja, das tut er! Ja, das ist perfekt! Ich weiß, was für ein glücklicher Zufall! Puh, er wird gleich landen! Komm schon! Da komm schon, Ray! Ray, guck mal, was hier ist! Knapp daneben. Es geht mir gut. Lass das bitte. Das sieht albern aus, echt. Aber ich will cool aussehen. Die Mädchen sollen mich liken, weil ich cool bin. Wie wär's dann mit einem ganz natürlichen, normalen Lächeln? KK. So besser? Ja, klar. Hey. Was ist? Das rote Licht blinkt. Weißt du, wieso? Welches rote... Oh, oh. Los, weg da! Was ist passiert? Jemand hat die Manhöhle auf Stufe 2 abgeriegelt. Oh nein! Was denn, auf Stufe 2? Aha. Und was bedeutet das? Ich fass es nicht. Bin ich hier die Einzige, die die Firmencodes überhaupt kennt? Ich denk schon. Wenn es in der Manhöhle Probleme gibt und man nicht will, dass jemand rein oder raus geht, dann tritt die Abriegelung Stufe 2 in Kraft. Oh nein! Das ist Toddler! Wie hat's der Toddler in die Captain Man Höhle geschafft? Ich sehe das zum ersten Mal, genau wie du. Mit den beiden stimmt was nicht. Was ist denn mit den beiden? Ich sehe das zum ersten Mal, genauso wie du. Ich hab dir doch gesagt, wenn auf Stufe 2 abgeriegelt wurde, fährt der Fahrstuhl nicht. Aber ich bin nervös und ich muss meinen Finger beschäftigen. Wenn du eine Beschäftigung brauchst, dann hilf mir, das Ding von der Wand zu kriegen. Aber warum? Was soll uns das bringen? Oh. Wenn das Ding hier weg ist, dann können wir in den Luftschacht klettern und gelangen in die Captain Man Höhle und könnten den beiden helfen. Henry!
Das ist Piper. Ja, wir müssen sie loswerden. Hey, Piper! Wir haben gerade da hinten geputzt und... Die Zähne geputzt. Hey, dass ihr geputzt habt, ist doch völlig egal. Ich will jetzt gleich zu Henry. Oh, wieso denn? Naja, auf meinem Handy hat er mir vorhin so eine Gesichtserkennung eingerichtet, so ein Quatsch. Oh ja, das ist eine coole Funktion. Ist das nicht? Oh, manche mögen sie nicht. Sie reagiert nur auf meinen dämlichen Bruder und ohne ihn kann ich mein Handy nicht entsperren. Dann warte doch bis heute Abend, wenn er wieder da ist. Ich verstehe das nicht. Henry soll angeblich hier arbeiten, aber jedes Mal, wenn ich herkomme, ist er gerade nicht da. Und weiter? Wo ist denn Henry jetzt? Er ist... Henry ist... Charlotte, wo ist Henry nochmal hingegangen? Henry, er steckt auf dem Klo fest. Er steckt auf dem Klo fest. Klasse! Jasper, es ist offen, gehen wir! Halt, wo geht ihr hin? Wir gehen zu... ja, zu Henry. Ja, wir klettern durch den Luftschacht, weil wir nämlich dadurch ins Badezimmer kommen und ihm helfen können. Und ich werde mitkommen und... Nein, das wirst du nicht, keine gute Idee. Wieso denn nicht? Naja, weil... Er ist doch nackt. Aber warum ist er nackt, wenn er aufs Klo geht, Jasper? Ja, genau. Warum denn? Was? Ihr zwei wisst nicht, dass Jungs nackt pinkeln? Oh. Nein, wusste ich nicht. Also du passt auf den Laden auf. Nein, vergiss es. Ich weiß doch überhaupt nicht, was hier... Bis dann! Warum pinkelt er nackt? Okay. Weißt du auch genau, dass der Schacht zur Manhöhle führt? Naja, also ich denke schon. Bereit? Ja, tu so, als wenn ich ein Boogieboard wäre. Okay. Eins, zwei... Zu viel Boogie! Was ist das für ein Krach? Hi! Wir sind da! Hey, kann ich bitte auch mal was sagen? Gut, ja, was willst du denn sagen? Du kannst da nicht hingehen. Wieso nicht? Na, ganz einfach, weil ich da immer mitmache. Du? Ja. In den letzten 3 Jahren habe ich immer gewonnen. Und wenn ich diesmal auch gewinne, dann bin ich die erste in Swellview, die da 4-mal gewonnen hat. Ach, Charlotte. Charlotte, Charlotte, Charlotte. Denkst du auch mal an andere oder immer nur an dich? Was? Ich will die eine Chance. Und die will er wirklich. Wir zwei sind doch befreundet und da gönnst du mir nicht den sonnigen Moment, Dr. Mignac zu besiegen? Nur einen sonnigen Moment. Aber der Berufsberater in der Schule hat zu mir gesagt, dass es gut für mich wäre, wenn ich... Siehst du, für dich wär's gut. Genau, für dich wär's gut. Muss sich denn immer alles nur um dich drehen, Charlotte? Okay, verstehe. Entschuldige. Lieb von dir. Hey, Mignac. Ihr habt aber lange gebraucht. Gut, also ich nehme die Herausforderung an. Und worum geht es dabei? Gut aufpassen, okay? Wer von uns beiden verliert bei diesem Buchstabierwettbewerb, der muss auf einem Kinderdreirad fahren. Und zwar direkt nach Kalifornien und wieder zurück. Oh, okay, dann sag ich der Wettkampfleitung, dass ich diesmal nicht teilnehmen werde. Nein, lass das, Charlotte. Warum? Soll ich jetzt etwa doch gewinnen? Oh nein. Du sollst verlieren mit Absicht, damit ich gewinne. Okay. Und du achtest bitte darauf, dass du Mignac nicht trickst. Er wird's versuchen. Moment, Augenblick mal. Du kannst doch gar nicht buchstabieren. Wie willst du gewinnen? Indem ich trickse. Und das kann er gut. P-U-R-I-T-A-N-E-R. Und das war das Wort Puritaner. Ich hoffe, Sie sind mit mir zufrieden. M-U-U.
Chrysanthemumus. Ja! N-A-C-H. Und nun sind nur noch unsere drei feinen, gefühlvollen, finalistischen Finalisten da. Okay, das nächste Wort, das buchstabiert werden soll, ist Prägnanz. Prägnanz? Gut, kein Problem. Ich glaube, Prägnanz schreibt sich, okay, okay, ich schaff das. Tja, Prägnanz, ganz einfach. Das fängt an mit P. Richtig? Dicht gefolgt von einem R. Dann Na los! Dann würde ich sagen G. N oder A? Nur zwei Buchstaben fehlen noch! Hey! Das darf sie nicht verraten! Ich gestatte es. Und die letzten zwei von Prägnanz sind und ein W. Ja, was? Was? Nein! Ah! Falsch! Sie sind Captain Falsch! Also, wenn du Prägnanz richtig buchstabieren kannst, dann gewinnst du. P-R-E-G-N-A-N-Z. Prägnanz. Korrekt! Hey, Captain Man. Oh, Sind wir soweit? Ja, sind wir denn überhaupt schon verbunden? Wieso dauert das denn so lange? Es war viel schwieriger, als ich dachte, die Anzüge so zu modifizieren, dass sie die Signale von den Anzügen der beiden empfangen. Wie funktioniert das? Es hat überhaupt keinen Zweck, dir das zu erklären, weil nur Charlotte das verstehen würde. Hey, nur sie ist schlau, meinst du? Ja. Ja, du hast recht. Hey, wenn das funktioniert, dann seid ihr beide in der Lage, Captain Man und Key zu kontrollieren. Genau auf die gleiche Art wie den Bären und das haarige Monster. Ja, das ist richtig. Verstehe. Und gleich werden wir zu Bartsch geschickt. Und dann muss der Typ das Handtuch werfen. Wenn wir da sind, bringst du den Spruch nochmal an. Da passiert was. Das ist ja so cool. Wow, wir sind ja ein und derselbe. Jetzt mal nicht übertreiben, ja? Komm. Ist das blöd, dass ich jetzt pinkeln muss? Ja, es ist sehr blöd. Dann vergiss es. Achtung, zugreifen. Okay. Wahnsinn. Oh Mann, ist ja irre. Verrückt. Die Kampfanzüge machen einen super stark, oder? Ja. Was hast du vor? Oh, das war ja echt super. Gut, also Ray und Henry sind gleich im Waschsalon. Ja, wir können durch die Kameras in ihren Masken alles sehen. Charlotte, bring mich rüber. Ich will sehen, ob Bartsch da ist. Okay. Ich habe alles zertrümmert, aber ich konnte keine Handtücher finden. Ja, ich sehe Bartsch. Wow, er spricht ja wirklich mit einem Handtuch. Ja, eure Trockenheit. Ray, sieh dir das an. Jasper, Attacke! Das war nicht der Plan! Die Rock!
Ist der King zu sprechen, Alter? Ihr seid doch vollgesprüht worden. Wieso könnt ihr euch bewegen? Das soll nicht dein Problem sein, Bargeline. Ja, aber eine Sache wird jetzt doch dein Problem sein. Unsere Fäuste! Fangen! Okay. Oh, sorry! Nein, du läufst gegen die Tür! Dreh dich um! Mm. Ja, ich versuch's! Und jetzt treten! Er steht genau vor dir! Du liegst auf dem Boden, los, steh auf! Schrei mich nicht so an! Hey, er ist rechts von dir! Wo sind sie denn hin? Charlotte, erledigst du das für mich? Das andere rechts! Captain Man, ich brauch Hilfe! Ja! Wieso schlagen wir denn auf eine Waschmaschine ein? Ja. In Videospielen sind da manchmal Münzen drin! Das hier ist aber kein Videospiel! Oh, seht euch das an. Und was machen wir jetzt? Du fühlst dich als Sieger, hä? Aber ich sprühe vor Energie. Na und? Mach ihn fertig! Jasper, was soll der Unsinn? Tut mir leid. Ich brauch Hilfe! Ich geb mir ja Mühe, aber es funktioniert nicht! Hey, Captain, ich brauch Hilfe! Was mache ich jetzt? Jetzt greif dir schnell die Schlabbersprühflasche und sprüh Bolz ins Gesicht! Heb sie auf! Sehr gut! Heb sie auf! Heb die Flasche auf! Versuch ich ja! Was ist los mit dir? Ja! Geschafft! Toll! Dann geh jetzt rüber und besprüh Batsch damit! Okay! Das ist für dich! Oh nein! Gut gemacht! Ein Siegertanz! Nein! Hey! Henry! Was? Gib mir meine Freundin zurück! Nein, halt! Nein! Das wird sicher nicht helfen. Und was machen wir dann? Holt mich auf dieses Ding raus! Aber wie? Ich flippe aus! Okay. Wir müssen uns abregen und mit der Tatsache leben, dass Charlotte in ein schwarzes Loch-Dings eingesaugt wurde. Ja, und ich nichts anderes weiß, als draufzuschlagen. Okay, wir müssen sie aus dem Ding holen. Ja, holt mich aus dem Ding raus! Na gut, ich weiß nicht wie, aber ich werde mir was einfallen lassen, okay? Wehe, wenn nicht! Ich hab's jetzt schon satt, hier drin zu stecken! Ich würde zu gern mal wissen, was hier los ist. Leute, hört auf, euch an mich ranzuschleichen! Hast du gerade mit dem Staubsauger gesprochen? Nein. Könnt ihr mich nicht hören? Soll ich lauter reden? Nein! Henry, was geht hier vor sich? Naja, wisst ihr, ich habe gerade mit dem Staubsauger Staub gesaugt. Das ist nicht unser Staubsauger. Was hast du mit unserem gemacht? Nichts, der hier ist nur... Und wieso kann der reden? Hallo! Oh mein Gott! In dem Staubsauger spukt es! Ja, so ist es. Da ist ein Geist. In diesem Staubsauger. Ich bin genauso überrascht. So überrascht. Geister gibt es gar nicht. Was passiert denn da draußen? Ich hab's euch gesagt. Okay, Geist. Henrys Mom, Dad und Schwester haben rausgefunden, dass du hier bist. Aha. Im Staubsauger? Aha. Als Geist. Euer Ernst? Sie wissen jetzt, dass du ein Geist bist. Im Staubsauger, denn das ist die einzig mögliche Erklärung für das, was hier los ist. Ich bin ein Geist. Ich will, dass der spukende Staubsauger verschwindet. Ich werde ihn von der New Jandy-Brücke werfen. Ja, nein. Dann verbrennen wir ihn. Nein, nicht verbrennen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Jetzt verbrennen wir ihn auf alle Fälle. Hey, was geht ab? So einiges.
es? Gut geschlafen? Oh, fantastisch! Aber habe ich hier vielleicht irgendwas verpasst? Du hast gegen Höhlenmänner geschlafkämpft. Gut gemacht. Ich habe gegen Höhlenmänner geschlafkämpft? Und du hast Spanisch gesprochen. Ray hat dir was an die Brust gehängt. Hm? Nicht übel. Das ist der größte Moment meines ganzen Lebens. Okay, aber du solltest vielleicht auch noch wissen, dass in diesem Moment alle Männhöhlen unter uns explodieren. Und ich explodiere vor Freude. Oh, wo sind Ray und Henry? Fliegen jede Sekunde ein. Hier? Nope. Bring die Drohne in die Luft, Jasper. Ich will Ray und Henry so schnell wie möglich sehen. Hey, klar, passt du auf, dass nicht noch mehr Männhöhlen explodieren. Schon wieder eine. Piper, wo sind die Jungs? Die Flughörnchen sind in der Luft. Ich hau ab. Verstanden. Ray, Henry, habt ihr Sichtkontakt zu Drax? Ja, ich sehe den Zeppelin. Und meine Faust erreicht ihn in 10 Sekunden. Jasper, wieso ist die Mandrohne noch nicht beim Zeppelin? Da fliegt viel zu viel rum. All die Flugzeuge von einer Nacht im Himmel irritieren. Schwartz, kannst du die Maschinen weglotsen? Ich muss nur das Flugüberwachungssystem von Svelview hacken. Und schon ist es gehackt. Okay. Henry, stürzt du mit dem Zeppelin ab? Ja, schätze schon. Wie läuft es in der Manhöhle? Mies, die Kettenreaktion ist nicht zu stoppen. Ja, dann haut ab! Ich habe in Drax mit der Drohne ins Gefängnis geflogen. Was macht der Zeppelin? Kracht gleich in den Mount Swellview mit Henry drauf. Was? Charlotte, wenn ihr das nicht schafft, die Manhöhlen zu retten, haut ab. Ich krieg vielleicht mit dem Manhöhlencomputer Zugriff auf den Zeppelin. Nein. Drax hat das Kontrollpanel zerstört. Ihr könnt nichts tun. Haut ab. Ich lass dich nicht im Stich. Jasper, ihr müsst abhauen. Aber Henry. Sofort. Komm mit. Genug Superkräfte in der Öffentlichkeit abgecheckt. Ist ja gut. Und meine heb ich auch für Dystopia. Gehst du nicht nach Harvard? Hab's mir anders überlegt. Und wer passt sonst auf Charlotte auf? Red weiter so und du darfst hierbleiben. Nein. Nein. Zwei Verdächtige, bewaffnet. Aber die Cops in Dystopia sind korrupt. Das wird wehtun. Charlotte, geh zurück zur Basis. Geh du zurück zur Basis. Ich bekämpfe Verbrechen. Vor Super Charlotte kriege ich irgendwie Angst. Ist mir auch so.